Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wieso stehen wir auf einmal raus und nicht mehr im Tunnel? Das liegt einfach daran. Na egal. Ja, Goch, erklär's doch. Das liegt einfach daran, dass ich gerade aufgenommen habe. Ja, aber die Festplatte voll war. Aufnahme futsch. Ja. 40 Minuten Material. Dachten sich so, nee, kein Bock. Schön, danke dir. Danke dir, danke dir, danke dir. Jetzt nehmen wir das halt neu auf. Alter, den Spielstand hier zu finden, weil ich ja schon so viel Autospielstände danach hatte, der war ganz nicht mal so easy. Aber hier sind wir. Erster. Oh nein. Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derweil plant etwas Großes im Meridian. Er sagt, Avat wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein, bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Erend, es tut mir leid. Wir müssen Derweil finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Alter, das waren gerade echte Emotionen in ihren Augen. Liebe Horizon Zero Dawn Entwickler, das habt ihr mega hinbekommen. Alter, dass es mit ihm noch emotional wird, hätte ich nie gedacht. Wirklich nicht. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder anders gefragt, hat er was mit der Verderbnis der Maschinen zu tun? Hat er was damit zu tun, dass die alle verrückt spielen? Dass es immer schlimmere Kreaturen kommen? Aber das wahrscheinlich nicht, denke ich mir. Aber dass sie so verdorben sind. Nur Notizen über seine Basteleien. Da steckt ein zwischen den Seiten. Viel nice, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe das ja schon alles schon einmal aufgenommen, finden also. Finden wir ist nicht neu für mich, aber geil. Ah, schön, so. Ach ja, für den gab's ja nix. Hier. Was? Hä? Achso. Nahkampfschutzgewebe. Konnte ich nicht noch was verbessern? Und auch der Wal. Konnte ich letztens nicht noch was verbessern? Wo waren die Kiste nochmal? Habe ich die wirklich leer geräumt? Hier drüben stand sie, glaube ich, ne? Habe ich die wirklich leer geräumt? Letztens konnte ich doch mehr verbessern. Oder irre ich mich da komplett? Dafür gibt es noch eine Schockspule. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass wir da noch was machen konnten. Nahkampfschutz und Tarnung. Kann es sein, dass das random ist, was man da bekommt, genau? Gucken wir einfach mal nach, dann wissen wir was. Motivationen. Eis. Das habe ich letztens auch bekommen. Oh, was? Nee, habe ich nicht. Und eine Schockspule, eine Eisspule und eine Schockspule. Was? Verderbte Spulen. Ich habe gerade komplett andere Sachen bekommen. Aber wirklich komplett andere. Und denk mir, das sind alle drei für den Kriegsbogen. Der Kriegsbogen wird OP. Wir brauchen unbedingt einen Kriegsbogen. Wir müssen unbedingt einen Kriegsbogen kaufen. Die drei super seltenen hier sind für Kriegsbögen.
Nice. Und das ist ein komplett andere, wie ich letztens bekommen habe. Letztens hatte ich was für Rüstung und was für einen Jägerbogen. Okay. Er rennt. Ist dir gut? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Ui, warum habe ich da kein gutes Gefühl dabei, dass er hier bleibt? Immer noch nicht. EP 5000, easy. Schön. Alter, dieser Boost gerade. Ich war in der Sackgasse. Ja, ich bin in der Sackgasse gelaufen. Aber Leute, wir müssen zurück in den Palast, ne? Das ist ein ewig weiter Weg. Ich glaube, den werden wir nicht laufen, oder? Tun wir uns das an? Nee. Natürlich nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang des Spiels noch gesagt habe, nee, wir werden nicht schnell reisen, die Landschaft ist viel zu schön und so weiter. Aber jedes Mal 2500 Schritte oder so zu laufen, um von einer Quest zur nächsten zu kommen und immer hin und her pendeln, nee. Zwischen den Aufnahmen gerne, für Kräuter sammeln und Maschinen jagen und Skillen und so weiter. Gerne, aber nicht in einer Aufnahme. Ich finde das einfach nicht, nee, das passt nicht. Wir müssen schon in einer Aufnahme sein, wenn wir was Kompaktes haben, was, wo die Story vorangetrieben wird und so weiter. Ah, schön. Ich bin auch echt gespannt, wo das mit Avat hinführt. Also mit dem Sonnenkönig. Und mit der Wahl. Oh, das wird so heftig. Ich glaube, es wird sehr viel passieren, worauf wir uns jetzt noch gar keinen Reim drüber bilden können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein paar Plot-Twists kommen werden. Ich habe nicht so viel weiter gespielt. Ich kann ja mal nachher den Punkt sagen. Ich glaube, das können wir doch gar nicht in der Folge hin. Dass wir bis zu dem Punkt kommen, wo die Aufnahme letztens abgebrochen ist, weil der Speicher voll war. Danke auch. Wird gerade ein leichtes Tutorial gemacht. Element-Explosion. Ja, ist mir klar, was das bewirkt. Belohnungskisten erhalten wertvolle Rohstoffe, die du über das Schatzkistenmenü auspacken musst. Ach ja. Jetzt hört mir gerade was ein. Wir haben ja auch Rohstoffkisten bekommen. Oder besser gesagt, Modifikationskisten. Die sollten wir öffnen. Vielleicht kriegen wir dann die Modifikationen. Schatzkisten hier. Ich kann ja einfach mal alles aufmachen. Ja, siehst du mal. Was? Ich kann den Stein nicht mitnehmen? Okay. Gesundheitstrank kann ich hier. Oh, den Gesundheitstrank nicht mitnehmen. Okay. Verderbte Spule. Nice. Noch eine Schockspule und noch eine Schockschutzspule. Gewebe, besser gesagt. Nee, das sind aber nicht komplett die gleichen Funktionen. Das ist also random. Letztens hatten wir viel besseres Zeug, da hatten wir mehr ledernes Zeug. Aber egal, ich will mich nicht beschweren, wer kann das gut verkaufen? Was ist das hier, blaues? Oh, das ist, glaube ich, weiß und sieht mir im Mondschein so aus. Nice. Ah, hier ist so ein Sonnenkönig hoch, ne? Ist hier dann zufällig irgendwo ein Händler dazwischen, wo ich mein Zeug verkaufen kann? Rein theoretisch. Oder ist das so ein Spezialhändler hier? Das ist ein Spezialhändler, ne? Verkaufst kein Zeug, oder? Hm, ja, ich erinnere mich. Ja, komm, sei still, lass uns jetzt haben. Hast du denn die Gefäße gefunden? Nee. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Ach komm, sei still, du stehst doch hier nur rum. Zurückkaufen, verkaufen. Der kauft Spule. Sehr schön, dann können wir ein paar Spulen verkaufen. Wir könnten die anderen rein theoretisch auch verkaufen. Oh, die bringen nicht so sonderlich viel, das ist das Problem. Kriegsbogen können wir später noch verkaufen, weil dann machen wir einen Schattenkriegsbogen raus. Hm. Das kann man rein theoretisch mal verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet eigentlich der Schattenkriegsbogen? Kostet der nicht irgendwie 350 nur oder so? Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir das ganze Zeug hier verkaufen, warum haben wir das alles überhaupt im Inventar? Warum? Alter Zahnstocher. Eisraureifwurzel. Verkauf die metallische. Pflanzenhornlinse. Wir haben 470. Geht sich da nicht schon Kriegsbogen aus? Wie viel kostet denn der Kriegsbogen? Ich will das wissen jetzt. Wie fucking viel Reinholz ich mal wieder habe. Ach du Scheiße. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Ach komm, sei still. Was sehen meine müden Augen da? Du fuckst ab, verschwinde. Eine Jägerin. Komm, sei unterhalten still. Wir uns. Danke. Möge dein Schmiedeofen ewig brennen. So, hier sind wir richtig. Schattenkriegsbogen 800 und ein Tramplerherz. Ich weiß nicht, wo ein Trampler ist. Ah, da kriegt man ein nices Zeug. Kannst du das mit Giftpfeile, oder? Giftpfeile und Eispfeile, die man dazu bekommt. Und Schockpfeile.
Das will ich unbedingt haben. schön. Hast du noch neue Outfits vielleicht? Nee? Ich glaub, mittlerweile haben wir auch alle Outfits schon entdeckt quasi. Falle und Tränke, hier sind wir richtig. Ich muss unbedingt meinen... Gut, dann halt Genesungstränke. Mein Tal ist voll. Warte mal. Da gab's doch so ein nices Ding. Kapazität für Tränke, das kann man doch bestimmt auch erhöhen. Ja, nice, siehst du mal. Tankbeutel auf 9. Easy. Da brauche ich mir jetzt Lohe und Fisch kriegt. Aha, okay. Kann ich dir noch was verbessern? Scharfschussbogen. Nice. Nice. Rassler bringt mir zwar nicht sonderlich viel, aber warum nicht? So, dann handeln wir nochmal mit dem und dann gönnen wir uns nochmal ein paar Tränke. Denn ich habe keine Ahnung, wann der große Kampf wirklich losgeht. Jetzt haben wir 6 Heiltränke und noch 4 OP-Heiltränke. Finde ich sehr gut. Sehr gut sogar. So, dann suchen wir mal den werten Herrn Sonnenkönig, Avard. Und talken wir mal ein bisschen mit dem. Wo müssen wir denn hin? Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Aber hier sind wir, glaube ich, sicher. Beim ersten Anlauf haben wir es sogar geschafft, die Brücke zu finden. Kann es sein? Frag mich lieber nicht, wo du hinkommst. Ja, nice! Dieses Mal habe ich mehr verlaufen. Easy. Sehr schön. Rede mit Avard. Ja, was haben wir vor? Die Sonne soll sinken. Und ich hoffe wirklich inständig, dass der Kampf jetzt nicht sofort losgeht, sondern dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns aufzubessern und pipapo. Ich will schon vor dem großen Kampf noch gerne den Kriegsbogen haben. Würde ich wirklich gerne haben. Und dann kann ich auch einen OP-Kriegsbogen, weil die 3-Lilanen Modifikationen, die sind schon episch. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Eloy. Hi. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Eloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Ja, hat sie. Ja, hat sie. Sie hat mega gelitten. Sie ist in Schmerzen gestorben, aber das kann ich ihm jetzt nicht übers Ohr hauen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Batz ins Gesicht. Nein. Ist das wirklich eure Frage? Sie dachte an euch. Hat sie an ihm gedacht? Ich habe keine Ahnung. Obwohl indirekt ja doch. Sie hat uns ja den Tipp gegeben mit der Sonne, der Rauch, der die Sonne verdunkelt und so weiter. Mit der Sonne ist ja wahrscheinlich Avard gemeint. Ah, wir könnten mal wieder die Antwort nehmen, die alle zufrieden stellt, damit er wirklich in Frieden
von ihr Abschied nehmen kann. Ich dachte an euch. Ist das wirklich eure Frage? Ich glaube, das würde auch alles beantworten. Nur auf eine andere Art und Weise. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das stimmt natürlich auch, aber ich sage zwischen diesen beiden Antworten. Ich will eine liebe Eloy spielen. Keine... egoistisch kann man die nennen, aber... keine impulsive Eloy. Oder wollen wir einfach mal? Hey, komm. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Eloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derval und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Das war die richtige Antwort. Es war die richtige Antwort auf jeden Fall. Nice. ich würde gerne das komplette Spiel noch einmal durchspielen mit allen bösen Antworten. Ne, ernsthaft, bin ich hier gerade hingegangen? Würde ich wirklich gerne tun, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ach, das ist, hier vorne ist doch irgendwo sein Thron, oder? Ist das hier sein Thron? Können wir es da draufsetzen, rein theoretisch? Nee, schade. Begib dich zum Lager aus. Alles klar. Wo in das Lagerhaus? Irgendwo da unten, 200 Schritte in die Richtung. Alles klar. Aber ich glaube, dass Ersa mehr quasi an die Stadt und an ihren Stamm und an ihre Mitmenschen gedacht hat, wie wirklich an den König. Ich glaube, der König bildet sich da schon ein bisschen mehr ein. Also ich kann es nicht beurteilen, ich kannte Ersa nicht. Ich habe nie wirklich direkt mit ihr gesprochen oder so weiter. Oder wirklich mit ihr Zeit verbracht, zeige ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt alles nur Mutmaßungen, die ich gerade anstelle. Aber ich stelle gerne Mutmaßungen an. Hier vorne ist eine Quest. Ob ich eine Geschichte zu hören kriege? Tatkräftige Abenteurer, vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Wie sieht denn aus? Hat er eine Augenklappe? Ich würde deine Quest ja gerne annehmen. Na komm, nehmen wir die Quest schnell. Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Also ich bin gerade eigentlich auf dem Sprung, aber... Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay. Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Okay. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Okay, die Banuk? Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Okay, und du bist ein Händler? Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin.
Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. Okay, was möchtest du jetzt genau? Jetzt kommen wir mal Butter bei den Fische. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Ja, neue Nebenquest hatten wir noch gar nicht. Aber egal. Werden wir auf jeden Fall auch irgendwann machen. Vielleicht für eine lukrative Gelegenheit. Nee, nee. Mein Fokus findet hier vielleicht was. Was? Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Welcher Turm denn? Also der hier? Ist doch kein Turm. Welcher Turm ist denn so riesig? Der hier? Ich dachte, ich geht runter. Wer verkauft mir seine Dienste? Ich stelle keinerlei Fragen. So, hier rein müssen wir, oder wie? Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Marschiert einfach rein. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist es eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wollen wir nicht rausgehen und einfach tschüss und so? Nee, bitte nicht. Nein. Aber Leute, ob das eine Bombe ist oder was das auch immer ist, sieht für mich ein bisschen aus wie Eier. Wie ein Gelege oder so. Ich gehe wieder raus. Das werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Du beschützt mich, ne? Du bist jetzt mein neuer Bodyguard. Leute, schreibt mir auf jeden Fall zahlreiche Tipps und Anregungen in die Kommis. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und dann verbleibe ich mit einem... Der Fokus findet hier vielleicht was. Ja, ist mir klar, Aloy. In der nächsten Folge. Geduld. Morgen um 15 Uhr geht's weiter, Aloy. Rayan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.